Jetzt steht es tatsächlich fest, wir Menschen sind in der Lage, gezielt in die Evolution einzugreifen. Kaputte Gene raus aus dem Körper, gesunde Gene rein und schon ist die Erbkrankheit besiegt. Oder viel schlimmer, wir bauen uns den Supermenschen mit einer einfachen und effektiven Technik. Unvorstellbar, doch genau das ist jetzt einem US-Wissenschaftlerteam an menschlichen Embryonen gelungen. Was für die einen die Erfolgsmeldung überhaupt ist, ist für die anderen einfach nur unverantwortlich. Ob man Erbkrankheiten jetzt heilen kann und ob es schon bald Designer-Babys geben wird, jetzt in Klicks und Science Fiction, herzlich willkommen. Die Idee für Designer-Babys, die gibt es ja schon länger, doch bislang gibt es nicht nur ethische Bedenken. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren bisher der Meinung, dass die Forschung noch nicht weit genug sei, die Technik noch nicht genügend ausgereift und zu fehleranfällig dafür, um sie tatsächlich an Menschen auszuprobieren. Wir haben ja hier über die Probleme berichtet. Doch jetzt ist die Idee der Designer-Babys fast Realität geworden. Es fehlt eigentlich nur noch ein kleiner Schritt. Bei dem Experiment der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Portland ging es konkret um die lebensgefährliche Herzmuskelschwäche Hypertrophe Kardiomyopathie, bei der der Herzmuskel an einer Seite so dick anwächst, dass er nicht mehr in der Lage ist, das Blut effizient in den Blutkreislauf zu pumpen. Und die Erbkrankheit ist gar nicht so selten. Einer von 500 Menschen ist betroffen und in etwa 40% ist das Gen MYBPC3 auf Chromosom 11 mutiert und somit klar als Ursache zu benennen. Wenn ein Elternteil diese Mutation in seinem Erbgut besitzt, liegt das Risiko, dass dessen Kinder auch mit der besagten Herzmuskelschwäche geboren werden, bei 50%. Bei ihrem Experiment nutzten die Forscherinnen und Forscher die sogenannte CRISPR-Cas9-Technologie, kurz CRISPR, manchmal auch als das neue Allzweckwerkzeug der Gentechnik benannt. Mit dieser Methode lassen sich ausgewählte Gene einfügen, ausschalten oder auch umschreiben, und zwar sehr einfach. Es funktioniert ganz simpel wie eine Schere. Mit ihr kann die DNA, also das Erbgut, ziemlich effektiv verändert werden. Das Forscherteam aus Portland befruchtete in ihrem Versuch gesunde Eizellen von Menschen mit Spermien eines Spenders, der an eben dieser beschriebenen Herzmuskelschwäche litt. Doch sie spritzten nicht nur die Spermien, sondern eben auch entsprechende CRISPR-Proteine in die Eizellen. Diese sollten den kaputten Abschnitt, der die Erbkrankheit auslöst, ausschneiden und durch einen gesunden Abschnitt ersetzen. Und tatsächlich, in 42 von 58 Embryonen war der Gendefekt behoben. Die Herzmuskelschwäche hatte sich also durch den Einsatz der CRISPR-Methode nicht mehr auf die Hälfte der Embryonen übertragen, sondern nur noch auf knapp ein Drittel. Ein Ergebnis, das viele in der Wissenschaftswelt den Atem anhalten lässt. Doch der Versuch hat auch Schwächen. Die Zahl der Versuchsembryonen ist eher klein, das Ergebnis deswegen nicht unbedingt aussagekräftig. Zudem ist etwas Seltsames passiert und das können die Forscherinnen und Forscher einfach nicht erklären. Nicht der künstliche DNA-Schnipsel der CRISPR-Proteine wurde in die Embryos eingebaut, sondern der gesunde Schnipsel aus der natürlichen Eizelle, der eigentlich als Kopiervorlage zur Reparatur dient. Zugespitzt formuliert, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen nicht, was sie da getan haben. Offen bleibt zudem, ob die Technik auch einsetzbar wäre, wenn der Gendefekt sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits existieren würde. Dennoch ist das Ergebnis von großer Bedeutung. Bisher wurden erst 3 vergleichbare Studien veröffentlicht. Ein ähnlicher Versuch chinesischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler musste frühzeitig abgebrochen werden. Es gab zu viele ungeplante Genveränderungen, die ungeahnte Konsequenzen mit sich hätten bringen können, den Tod der Embryos, Fehlbildung, Krebs oder andere Erkrankungen. Denn das ist das riesige Problem von CRISPR. Zu viel geht im wahrsten Sinne des Wortes daneben. Zu viel wird auch an anderen Stellen des Erbgutes verändert. Und das zum Teil ziemlich unkontrolliert, wie wir ja berichtet hatten. Dennoch ist das Ergebnis und auch der gesamte Forschungszweig von großer Bedeutung. Denn bislang sind mehr als 10.000 Erbkrankheiten bekannt, bei denen ein Elternteil defekte Gene an ihre Kinder weitergeben. Und nur die wenigsten dieser Krankheiten sind zu behandeln oder gar zu heilen. Frauen mit Kinderwunsch könnten zudem auf eine weitere Hormonbehandlung verzichten, da sich durch diese Methode die Zahl der brauchbaren Embryonen nach einer künstlichen Befruchtung deutlich steigern ließe. Der Versuch des US-Forscherteams zeigt jedenfalls, dass gentechnisch modifizierte Kinder keine Zukunftsmusik mehr sind, sondern wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Zeit,
in der es darum gehen wird, das Risiko für Nebenwirkungen so weit zu senken, bis es irgendwann tatsächlich einfach mal ein experimentierfreudiger Forscher ausprobiert. Aber keine angenehme Vorstellung. Völlig unbeeindruckt davon, was Gesundheitsbehörden und Ethikkommissionen für angemessen halten und wie weit die Diskussion darüber fortgeschritten ist, ob es erlaubt sein sollte, Erbgut vor der Geburt so zu bearbeiten, wie es sich Mediziner oder Eltern wünschen. Dabei ist es noch mehr als unklar, was solch ein unwiderruflicher Eingriff in das menschliche Erbgut und damit auch in die Evolution für Konsequenzen haben könnte. Langfristige Nebenwirkungen, die vielleicht erst unsere Enkel bemerken. Und auch ganz absurde Dinge wären möglich, wenn wir wirklich das Erbgut verändern könnten. Es könnten Supermenschen als Soldaten gezüchtet werden. Und das auch noch super einfach. Das ist schon eine gespenstische Perspektive. Und wenn man sich da so manches totalitäre Regime vorstellt, ist es nicht völlig unwahrscheinlich, dass es auch getan wird, wenn es möglich ist. Hier bei Klicksum halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, was das Thema angeht. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Bakterien als Datenspeicher. Da geht es um die extremen Möglichkeiten, die CRISPR-Cas9 bietet. Absolut irre und gefährlich. Also nicht verpassen und draufklicken. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.